Für Küchenarbeit hat Joanna in den kommenden Wochen auf jeden Fall viel Zeit. Die Münchnerin studiert an der Hochschule für Musik und Theater. Wegen des Coronavirus wurde der Start des Sommersemesters aber an allen bayerischen Hochschulen verschoben. Von Mitte März auf voraussichtlich 20. April. Prinzipiell habe ich nichts gegen ein bisschen mehr Freizeit, aber trotzdem finde ich die Situation irgendwie ein bisschen unsicher und komisch, weil ich weiß auch nicht, wie lange diese Frist tatsächlich gilt bis zum 19. April oder ob es vielleicht auch auf Mai oder Juni verschoben wird. Und ich bin jetzt gerade dabei, mein Masterprojekt zu machen. Deswegen hoffe ich, dass es auch so bleibt, wie es ist. An der Ludwig-Maximilians-Universität und der Technischen Universität München hingegen beginnt die Vorlesungszeit regulär erst am 20. April und wird vorerst nicht verschoben. Zu Prüfungen äußert sich die TU München schriftlich. Wo immer dies möglich und zumutbar ist, sollten Prüfungen verschoben werden. Sofern eine Verschiebung aus zwingenden Gründen nicht in Betracht kommt, zum Beispiel Staatsexamina, muss gewährleistet sein, dass zwischen den Prüfungsteilnehmern ausreichend Abstand gehalten werden kann. Die Abiturprüfungen sind zwar erst in Anführungszeichen ab dem 30. April, aber selbstverständlich macht man sich jetzt schon Gedanken, was gibt es für Optionen. Würde man vielleicht verschieben, würde man die Möglichkeit geben, vielleicht etwas intensiver es zu gestalten. Diese Fragen sollen in den kommenden 2 Tagen auf der länderweiten Konferenz der Kultusminister geklärt werden. Zum einen geht es darum, dass wir uns auch verständigen. Schlecht wäre es, wenn jeder seine eigenen Informationen rausgibt, jetzt nicht nur was das Abitur betrifft, sondern auch Schulschließungen, sondern da muss man miteinander reden, auch entsprechend Sicherheit und Transparenz schaffen. Der Verband der Realschullehrer fordert klares Handeln. Schulen sollen flächendeckend schließen. Eine Maßnahme, die auch der Kultusminister noch nicht ausschließen will.